Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Phineas lassen wir erstmal links liegen, weil wir hier auf Gorgon noch zu tun haben. Jo, wir sind hier schon mal im Labor von Jasper Lowe eingedrungen mittlerweile. Und ja. I'm preoccupied with thoughts of the simple-celled xenocytes that make their home here on this rock. These primordial creatures persist despite the hostility of their surroundings. No, they require adversity to thrive. They released the stars again. Das ist eine Scheiße. Jetzt hat sie dazwischen geredet, dann hast du da nichts mehr gehört. Und ich dachte mit Y, man kann das Ding einfach anhalten und dann fortsetzen. Aber nein, sie sind einfach gleich weg. Das ist eine Scheiße. Also Storytelling in dem Spiel ist eine Katastrophe. Also Elden Ring noch besser. Okay, wir haben es also hier wieder nach draußen geschafft, weil hier offensichtlich irgendwas gewaltig schief gelaufen ist, aber das war mehr so der Abgang der Leute scheinbar. Ah, hier unten sind wir jetzt rausgekommen, okay. Was machen wir hier unten? Nix. Aufregende Abenteuer des Spitzenkammerjägers. Ah ja. Birdie Sharp. Was zum Teufel machen die hier? Hier unten irgendwas zu finden. Oh. Und der ist dabei. Genug, dass wir gleich mal überladen sind. Alles klar. Spannend. Gut, wir reisen wieder daher. Wir müssen das Zeug wieder loswerden. Alter, wir haben gerade erst verkauft. Es wird immer besser. Das ist schon wieder leichter geworden. Das sind die ganzen Rüstungen, die keiner braucht. Wobei, warte, 84. Was haben wir gerade? 84, okay. Dann ist ja alles gut. 62 wird er kommen.
da gibt es auch noch einen Aufzug. Bam. One hit. One shot, one kill. Noch ein Aufzug. Was? Gut, das ist ein Aufzug, ja, okay. Ein größerer. Ganz abgeschlossen. Where are we? Ah, wir sind hier. Okay, da ist ein Aufzug hierher. Ja, alles klar. Spannend. Ja, es ist nicht viel zu holen bei dem Ding hier. Was? Bam! Bam! Ein Haufen Plünderer wieder. Na gut, die werden ja auch hier gezüchtet, also. Das kann schon sein, ne? Makes sense. Bam! Das ist so Nahkampf? Komm, komm. Das ist Nahkampf. Waren wir hier nicht schon? Na sicher waren wir hier schon. Warum sehe ich mich gerade nicht auf der Karte? Ah, weil wir wahrscheinlich hier stehen, oder? Jupp. Sehr richtig. So, dann müssen wir da oben rein. Also das ist... Eine Labor war ja schon mal nicht sonderlich aufschlussreich, vor allem. Nixer. Keine Ahnung, was das schon wieder für ein fucking Crash war. Schon wieder irgendeine USB-Geschichte. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das kommt irgendwie nur, wenn ich OBS verwende. Bei Nvidia Shadowplay ist mir das irgendwie noch nie passiert. Ich meine, das hat hin und wieder andere Hiccups, keine Frage. Aber dass irgendwie einfach plötzlich sämtliche USBs ausfallen, ist mir neu. Ganz ehrlich. What the fuck? Mehr Rüstung, why not? Die Karte hat er ja schon gezogen. Vielleicht ist es aber auch die Festplatte, die langsam eingeht. Ich meine, die verwende ich jetzt schon ziemlich lange. Die hat, weil man müsste die easy aushalten eigentlich.
Das ist eine 1 Terabyte Festplatte nächste Jahr, ne? Da müsste da eigentlich schon was gehen. Würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn mein ganzer YouTube-Channel drauf basiert, aber so viel ist es jetzt auch noch nicht. Glaube ich zumindest. Ja, habe ich gesehen, danke. Dum dum. Spooky in here. Und ein paar Nachrichten. Volunteer Quarters. Beengt hier drinnen. Ich nehme mal an, das ist on purpose. Ja. Freiwillig eingesperrt, ne? Oder so, aber vermutlich auch ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen. Also ist davon auszugehen, dass sie schon so eine Vorahnung hatten, dass das Ganze vielleicht nicht so gut endet. Nicht viel hier drinnen. Geht's ja noch woanders hin? Warum haben die so viele Waffen alle? Interessante Testsubjekte, oder? Geben wir den Testsubjekten, die wir extra so einsperren wie in ein Gefängnis, vielleicht noch Waffen. Und wovon leben die hier? Ich meine, Essen haben die hier sicher nicht viel. Steht einfach da, wie wenn nichts wäre. Thank you.
Ja, was immer die hier gemacht haben, das ist nicht gut, aber das wissen wir ja schon. Ne? Das wussten wir schon vorher zum Teil. So, jetzt schauen wir mal noch in dieses Büro, Labor, Dingens. Okay, das ist irgendwie mehr so ein Rundherumweg scheinbar. Abkürzung oder something. Wobei, hier waren wir glaube ich vorher noch nicht. Hallo, sehen uns nicht. Mann, das mit den Aufzeichnungen ist auch so behindert gemacht. Kriegst du ja irgendwie nichts mit. Weil da jetzt hat dieses blöde System angefangen zum Reden, dass er das Ding überschrieben. Ist das eine Scheiße manchmal? What the fuck ist denn hier los? Können wir die nachschauen? Das sind auch Ziele, also. Das war wohl doch zum Teil on purpose. Ups, scheiße. Sorry, Parvati. Oh. Strahlen. Schockkanone. Das sieht hier aus, das ist auch ein Schuss, ein Kampfplatz, ein Übungsplatz oder sowas. Also entweder die haben sich hier so eingerichtet. Kann das Ding was oder... Nope. Nope, es kann nichts, absolut nichts. Reinste Schrott. Haben die sich hier so eingerichtet oder wurde das für die so eingerichtet, damit sie hier üben können? Something's fishy, I can smell it. Naja, sind wir wieder hier im Labor angekommen, ne? Yep. Und irgendwie keinen Deutschlauer. Ah. Ganz locker, Parvati. Ganz locker. Junge. Was haben die hier mit den Leuten aufgeführt? Druckinjektionsanzug. Oh boy. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.